Ja, dann darf ich Sie recht herzlich zu diesem Sonderseminar Musterberechnung, Hochrechnung, Konzeptionsberechnung, wie ich es ganz gerne nenne, Potenzialanalyse begrüßen. Das ist ein Seminar, das damals Sie angeregt haben, überhaupt zu machen. Auch beim letzten Mal haben wir gut 30 Teilnehmer da gehabt, da hätten es gar nicht mehr mit reinpasst. Heute passt es leichter. Warum Hochrechnung, Musterberechnung überhaupt als eigenes Seminarreihe? Ich glaube, das ist durchaus wert, dass man sich am Nachmittag damit beschäftigt, weil es einfach von existenzieller Bedeutung ist, dass man sich selbst ganz tief in der Funktionsweise und im System auskennt und seine Musterberechnung eigentlich bis zum Detail erklären muss. Man muss es sich einem Unternehmer nicht erklären und es ist für einen Unternehmer auch nicht in letzter Konsequenz absolut interessant, das Ganze zu wissen, zu verstehen, zu erfassen. Er muss nur das Gefühl haben, dass er sich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass das Ganze richtig ist. Und der Berater, für den ist einfach wichtig, dass er sagt, ich habe dieses Unternehmen hier mit der Ausgestaltung, mit der Funktionalität, mit den Altersdaten, mit der Biometrie. Wie richte ich das Versorgungswerk am besten ein? Wie drehe ich meine Gestaltungsparameter? Was passiert, wenn ich hier oder wenn ich hier drehe? Und das ist auch mit der Hauptinhalt von dem heutigen Seminar. Zuerst, dass wir wirklich ins Detail durchgehen durch unsere Musterberechnungen. Und ich bin absolut überzeugt, dass unsere Musterberechnungen erst einmal die richtigsten, die korrektesten, die detailliertesten und eigentlich die besten und aussagekräftigsten Berechnungen sind, die man findet am Markt. Also ich zumindest habe noch keine besseren gesehen. Ich habe schon viele falsche gesehen und wir kriegen sie im Bundesverband immer wieder Berechnungen eingereicht, wo einfach nur wilde Sachen verglichen werden und die Aussage eigentlich alles andere ist als Betriebsstelle vernünftig und eigentlich nur dazu geeignet ist, dass Leute getäuscht werden. Also das ist was absolut Wichtiges, dass man so ein System versteht, dass man, wenn man gefragt wird, wirklich jede einzelne Zahl erklären kann, wie und warum sie zustande kommt. Und dass man vor allem auch versteht, wenn ich an diesen Zahlen drehe, wenn ich das Versorgungswerk justiere, welche Zuschüsse, welche Verzinsungen, Kapital oder Rente, was macht es aus, wenn ich das Ganze mache? Unser Ansatz ist ein Beratungsansatz. Wir haben kein Versorgungsmodell, wo ich sage, das schaut so aus, bei uns gibt es nur Rente oder nur Kapital, bei uns haben immer 3,25% Zins, wir haben immer den Rentenfaktor, wir haben immer das Zuschusssystem, du kannst vielleicht da und da noch wählen, sondern wir versuchen für jedes Unternehmen das Richtige zu finden. Und das sind auch die Inhalte, die ich am heutigen Tag möchte, mal Musterberechnung, Funktionen, Aufbau, die Kurzdarstellung der Potenzialanalyse, der eigentlich das, mit dem ich in letzter Zeit immer häufiger übergebe, nur an der Kurzdarstellung dem Unternehmer seine Auswirkungen, seinen jeweils Nutzen auf Mitarbeiterbindung, Fachkräftebindung, Mitarbeitersuche, auf Liquidität, Innenfinanzierung und auch hinsichtlich Risikohaftung und so weiter zu erklären. Wir schauen uns dann die Gestaltungsparameter an und wie sich das unterschiedlich auswirkt. Ich habe da relativ viele Berechnungen vorbereitet, dass man einfach mal ein Gefühl kriegt, wenn man welchen Schrauben dreht, was hier passiert.